Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Volker fragt. Ich bin der Volker Schütz, der Chefredakteur von Horizon und freue mich, dass ihr wieder alle da seid. Freuen wird sich auch unser Werbepartner, die Apothekenumschau. Sie ist mit 18,7 Millionen Leserinnen und Lesern monatlich das reichweitenstärkste Printmagazin. Heute geht es aber nicht um Print, eines meiner Lieblingsthemen, sondern ein anderes Lieblingsmedium von mir, das wir noch gar nicht beleuchtet haben, wollen wir jetzt mal ein bisschen diskutieren, nämlich Kino. Was macht eigentlich Kino? Was macht Kinovermarktung? Und mein Gast ist der Oliver Adrian. Er ist Chief Sales Officer bei Weischer Cinema, auf gut Deutsch Vertriebschef des größten deutschen Kinovermarkters. Oliver, schön, dass wir miteinander diskutieren können. Ja, hallo Volker, vielen Dank. Hallo, grüß dich. Wir wollen ein bisschen über Status Kinovermarktung Herbst 2020 reden, aber ich will noch mal ganz kurz in den Mai 2020 zurück. Da war Lockdown. Härteste Phase des Lockdowns und du hast den Job quasi angetreten, Vertriebschef des größten Kinovermarkters. Nur liefen ja gar nicht so viele Kinos. Wie ist das, wenn man dann in so einer Situation seinen Job startet? Ja, perfektes Timing, würde ich sagen. Also das war schon ein bisschen ungewöhnlich, das muss man sagen. In der Tat, alle Kinos in Deutschland waren zu und ja, davon mal abgesehen waren auch alle Mitarbeiter von Weischer Cinema nicht im Büro, sondern haben mobil gearbeitet, meistens von zu Hause. Und ja, ich war tapfer hier im Büro und habe versucht, sozusagen die Aufgabe anzunehmen und habe das auch gemacht. Also das waren schon besondere Umstände, das war schon sehr, sehr skurril und ungewöhnlich. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, wenn man denkt oder glaubt, das war dann eine Phase des Leerlaufs, so habe ich das gar nicht empfunden, weil wir haben relativ schnell bei Weischer versucht, neue Geschäftsfelder zu finden und auch sozusagen aufzubauen. Wir haben also, beispielsweise? Ja, innerhalb von ein paar Tagen das Geschäftsmodell Autokino-Vermarktung für uns entdeckt, ja, weil das war damals quasi, wenn man sich zurückerinnert, so einer der wenigen Dinge, die man auch während des Lockdowns oder kurz danach jedenfalls tatsächlich tun konnte. Wer hätte das gedacht? Autokino, Comeback der Autokinos, ne? Ja, total. Also wir kennen das noch aus der Jugend. Und tatsächlich einzelne Autokinos hat es ja all die Zeit gegeben, aber das war natürlich weit von einem Massenphänomen entfernt. Und wir haben damals uns extrem um dieses Thema gekümmert und in der Hochzeit haben wir, glaube ich, bis zu 120 Autokinos in Deutschland vermarktet. Wir hatten also fast ein nationales Angebot mit Autokinos. Und später in den Sommerwochen und Monaten kamen dann Open-Air-Kinos noch dazu. Auch die sind noch häufiger entstanden als in den Jahren davor. Und auch da hatten wir dann 80 Open-Air-Kinos unter Vertrag. Das war dann tatsächlich ein arbeitsreicher Sommer und hat zumindest, was dieses Engagement betrifft und auch die Vertriebstätigkeit, im Grunde genommen das Kerngeschäft ersetzt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Umsätze nicht ganz adäquat waren. Also wir liegen natürlich damit auf einem ganz anderen Umsatzniveau wie normalerweise. Und die große Hoffnung war ja oder ist ja, ich weiß nicht, ob man im Präsens oder in der Vergangenheit sprechen muss, der Herbst 2020, bevor wir über die Probleme, die es ja auch gibt, sprechen, sag einfach mal, Kinos sind ja wieder geöffnet. Wie stellst du für so ein Kinoerlebnis für den Besucher eigentlich dar im Moment? Hat man viel Platz um sich herum oder... Ja, also das klingt komisch, aber als Besucher ist das meiner Ansicht nach mit die beste Zeit, ins Kino zu gehen, weil tatsächlich es gibt kein Gedränge. Die Kinobetreiber können das, und das gehört auch zu dem Gesundheitskonzept dazu, die können natürlich sehr gut steuern, welche Besucher für welchen Film wann in die Kinos kommen und können auch darauf achten, dass es da nicht zu Ballungen kommt und dass nicht zeitgleich, wenn die einen Besucher in den Saal, in den einen Saal strömen, in einem anderen Saal gerade alle Leute rauskommen. Also da gibt es schon ausgefeilte Konzepte, die dazu führen, dass man als Besucher, glaube ich, eine sehr angenehme Zeit hat. Klar, man muss Maske tragen bis zum Platz, auf dem man dann sitzt. Dann den Film kann man natürlich ohne gucken und man kann auch essen und trinken in der Zwischenzeit.
Manche Kinos haben sogar den Service entwickelt, dass man bei der Online-Bestellung des Tickets schon gleich auch Getränke und Essen mitbestellen kann und das wird an den Platz geliefert. Das gibt es auch. Und zwar nicht nur auch bei Astor, aber auch bei anderen Kinobetreibern. Ja. Also da sind auch ein paar Ideen entstanden, wie man für Besucher das im Moment ganz besonders angenehm machen kann. Und so erleben wir auch tatsächlich im Moment stetig steigende Besucherzahlen. Das hat natürlich angesichts der Umstände, Entschuldigung, zu viel Auslastung? Naja, also angesichts der Umstände, sage ich. Das, da hast du recht. Mit dieser Ergänzung kann man das so sagen. Die Hygieneregeln erfordern einfach immer noch, dass sehr viele Plätze frei bleiben, in manchen Fällen auch ganze Reihen frei bleiben und manche Kinos nur 30-40% der Kapazität haben, die sie unter normalen Umständen hätten. Und das ist schon schwierig. Also für die Kinobetreiber ist es eine ausgesprochen schwierige Situation. Das muss man sicher so festhalten. Ich glaube, dass da in den meisten Fällen nicht wirklich Geld verdient wird im Moment unter diesen Bedingungen. Vielleicht sogar es mehr kostet, als man einnimmt. Aber für den Besucher, das war die Ausgangsfrage, ist es im Moment sicher nicht so schlecht. Zumal die Kinobetreiber ja noch ein anderes Problem haben. Sie haben gute Hygienevorschriften. Doch die Verleiher sagen, es kommen zu wenig Leute, also halten wir die Filme, die eigentlich dann die Massen anziehen sollen, zurück. Das ist ja eine vollkommen vertrackte Situation. Wie geht man da als Kinovermarkter damit um? Ja, man muss erstmal verstehen, wie dieser Kinomarkt funktioniert. Und da muss man vor allen Dingen festhalten, es ist ein globaler Markt. Ja, also das Filmgeschäft ist ein globales Geschäft. Und die großen Märkte sind Nordamerika, Asien, Südamerika und dann kommt irgendwann Europa. Und es ist eben für die Verleiher so, dass sie Filme in der Regel an einem Tag global in allen Ländern gleichzeitig ausrollen oder zumindest in einer Woche. Und das ist halt im Moment schwierig, weil bei uns in Deutschland wir sehen die Entwicklung von Infizierten, Corona-Infizierten in der Größenordnung von 2.000 bis 2.500 Infizierten pro Tag. Wir sehen in anderen Ländern ganz andere Zahlen, in anderen Kinos. In Nordamerika sind die Kinos zu, in New York sind die Kinos zu, in Los Angeles sind sie zu, in Indien sind sie zu. Auch selbst wenn wir in Europa, nach Europa gucken, in Frankreich, in Spanien, in England, sieht es überall viel, viel schlimmer aus als in Deutschland. Das heißt, für diese globalen Salesbuster ist es im Moment tatsächlich schwierig, die in die Verwertung zu bringen. Und wir hatten Ende August die Situation in Deutschland, dass Warner den Film Tenet rausgebracht hat. Und für diesen Film wurde erstmals von dieser Regel abgewichen, dass in allen Märkten der Film zum gleichen Tag startet. Und siehe da, das hat sehr gut funktioniert. Also zumindest in Deutschland haben wir extrem gute Besucherzahlen gehabt, wirklich richtig gute Besucherzahlen, unterdessen weit über 1 Million Besucher hat der Film generiert. Und vor allen Dingen hat es die Leute zum ersten Mal in großer Zahl wieder in die Kinos gebracht und dort haben sie dann gesehen, wie das abläuft und dass man sich da sehr wohlfühlen kann und dass das Sicherheitskonzept auch funktioniert. Und seitdem erleben wir wirklich stetige Zunahme der Besucherzahlen, auch für ganz andere Filme, auch für ganz andere Zielgruppen. Kurze Zeit später fing der Film After Truth an. Das ist für eher jüngere Leute gedacht. Der hatte in den ersten 2 Wochen sogar noch mehr Zuschauer und Besucher als Tenet. Sodass wir jetzt wirklich eigentlich ganz zufrieden sind unter den Bedingungen, die wir im Moment haben. Im letzten Wochenende waren 580.000 Besucher in den Kinos an einem Wochenende. Das ist eine Zahl, die hatten wir vor Corona auch. Mhm. Und die generieren wir jetzt auch ohne die großen Blockbuster, weil ich glaube, dass es im Moment so eine Sehnsucht danach gibt, nach diesem Erlebnis Kino. Trotzdem hat natürlich jeder darauf gehofft, dass Weltenretter James Bond im November auch das Kino rettet. Jetzt ist der Start auf April nächsten Jahres verschoben. Wie frustriert seid ihr darüber, dass
007 erst so spät oder im nächsten Jahr in Aktion tritt? Also ich bin ganz ehrlich, der Frust war schon da, weil natürlich wir gehofft haben, dass das jetzt nochmal so einen Schub gibt am Ende des Jahres und dass es sozusagen vielleicht nochmal ein Stück weit das Gap kleiner macht, das sich sozusagen im Laufe der Wochen und Monate bisher geschäftlich ergeben hat. Das war mein erster Impuls, das war schon auch geprägt von Frust. Auf der anderen Seite, und das, bei mir ging das sehr schnell und ich glaube aber bei den Kollegen dann auch ziemlich schnell, kam der Gedanke auf, naja, der Bond, das ist das Kino-Highlight, das im Prinzip die Massen bewegt. Und wir haben so einen Bond normalerweise nur alle 4-5 Jahre. Und man muss schon feststellen, wenn er jetzt im November gekommen wäre, unter diesen Bedingungen, in denen ja nicht nur wir mit dem Kino uns aufhalten, sondern der ganze Werbemarkt ist ja noch nicht wirklich wieder in einer bärenstarken Verfassung. Und mein Gedanke war eigentlich sehr schnell, Mensch, wer weiß, vielleicht ist es gar nicht schlecht, vielleicht können wir tatsächlich den Bond auch noch viel besser kapitalisieren und vermarkten, wenn er im April nächsten Jahres beginnt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen nicht schlechter, sondern bis dahin hoffentlich besser werden. Und insofern, ja, sehe ich das Positive in diesem Jahr darin, dass wir auch in den letzten Wochen gesehen haben, dass die Besucher wieder zurückkommen und sich nicht grundsätzlich von Kino abgewendet haben. Und ich sehe das Positive darin, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir ein wesentlich besseres Vermarktungsergebnis für den James Bond generieren werden im nächsten Jahr, weil dann die Bedingungen sehr wahrscheinlich besser werden. Trotzdem war es wahrscheinlich ja so, dass viele Kinobetreiber auf James Bond gehofft haben. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, zumindest international, wird ja prognostiziert, dass es eine relativ hohe Anzahl von Kinobetreibern gibt, die insolvent gehen oder schlicht und ergreifend Geld brauchen. Wie siehst du das für den deutschen Markt? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass so viele Kinobetreiber pleite gehen werden. Also soweit ich das überblicken kann, sind das relativ gesunde Unternehmen, die natürlich in dieser schwierigen Phase wahrscheinlich Verluste machen. Keine Frage. Also ich weiß auch, dass wenn man so ein Kinocenter dann wieder eröffnet, dann entstehen plötzlich, um den am Laufen zu halten, entstehen plötzlich Kosten in einer gewissen Höhe, die man dann auch, die entstehen einfach und die muss man dann tragen. Und wenn natürlich nicht der entsprechende Erlös durch die Besucherzahlen reinkommen kann, dann stehen am Ende negative Ergebnisse. Aber ich glaube nicht, dass das in einer großen Zahl dazu führen wird, dass die Kinobetreiber in die Insolvenz gehen. Das mag bei dem einen oder anderen Haus so sein, das vielleicht auch vorher schon sozusagen an der Grenze sich aufgehalten hat oder vorher schon unter Druck war. Da wird das sicherlich die Situation nochmal verschärft haben. Aber wir erleben auch ganz häufig, dass Kinos, die tatsächlich aufgegeben werden, wo der Betrieb aufgegeben wird, dass das von anderen Kinobetreibern übernommen wird, die sozusagen den Standort übernehmen und es in ihr Netz eingliedern. Also ich sehe da nicht so schwarz, muss ich sagen. Du hast vorhin erzählt, wie schön es eigentlich ist für Kinobesucher, ins Kino zu gehen im Moment. Das wird ja wahrscheinlich auch ein Verkaufsargument sein gegenüber potenziellen Werbekunden. Wer wirbt denn im Moment im Kino? Ja, das sind schon wieder eine ganze Menge Kunden. Wir haben die Telekom, wir haben Gerold Steiner, wir haben Müller, Molkerei Müller, wir haben Bundesministerien, die Corona-App bewerben. Also es ist sehr eine bunte Mischung verschiedener Branchen. Also es sind durchaus wieder eine Reihe von Kampagnen, die im Kino zu sehen sind. Und jetzt kommt natürlich klassischerweise auch das letzte Quartal. Das ist das stärkste Kinoquartal schon immer gewesen. Mit und ohne Bond ist das stärkste Quartal gewesen.
Und jetzt stehen eine ganze Reihe von den typischen, klassischen Kunden wieder ja, auf der Filmrolle. Vor Corona hat man ja immer gesagt, auch Kino steht mitten in so einem Transformationsprozess. Harte Konkurrenz der Streaming-Anbieter. Sind Kinobesucher und Streaming- oder Netflix-Abonnenten vollkommen unterschiedliche Menschenspezies sozusagen? Nein, das sind sie nicht. Und das ist eigentlich das Gute daran. Also diejenigen, die Streaming-Angebote abonnieren, haben eine hohe Affinität zu Filmen. Das ist so. Und wir haben das auch schon recherchiert, dass Netflix-Abonnenten beispielsweise ganz besonders fleißige Kinogänger sind, die besonders überdurchschnittlich auch ins Kino gehen. Und wenn man also Netflix-Abonnenten mit Werbung ansprechen möchte, ist Kinowerbung kein schlechter Ort dafür. Also ja, das ist natürlich, ich glaube, deine Frage zielt ja auch ein Stück weit in die Richtung, sind Streaming-Angebote für Kino eine Gefahr? Genau. Mhm. Das ist, ich würde sagen, absehbar erstmal nicht der Fall, weil aus verschiedensten Gründen. Also das eine ist, Kino ist eben mehr als nur, ich schaue mir den Film an. Mhm. Viele Menschen ist Kino einfach tatsächlich ein Gemeinschaftserlebnis. Da wird überlegt, gehe ich heute Abend mit meiner Frau essen oder gehe ich ins Kino und gucke mir den neuen Film an, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Und das sind so Ereignisse, das ist ein Ereignis, das ist ein Ort, zu dem man geht. Und das hat für viele Menschen nach wie vor einen wichtigen, hohen Wert und Anziehungswert, Anziehungskraft. Und das wird auch, glaube ich, nicht verloren gehen. Und davon mal abgesehen, ist Streaming natürlich etwas, was an der Zeit, an der Nutzungszeit von Medien ganz generell knappst, genau. Und das gilt aber für andere Mediennutzung genauso. Und wir sehen aber nicht, dass ehrlicherweise Kino davon wirklich darunter dramatisch leidet. Und wir sehen das auch nicht in den Besucherzahlen. Okay. Glaubt ihr denn, dass ein anderer Punkt, der auch sich in den letzten Jahren verändert hat, dann stärker Kino in Mitleidenschaft zieht? Nämlich früher war es ja so, es lief ein Film im Kino. Mhm. Dann 2 Jahre später in Privat-TV oder noch länger hat es gedauert. Mittlerweile ist die Verwertungskette ja viel kürzer geworden. Also Film ist im Kino, ein halbes Jahr später kann man den schon als Couch-Potato zu Hause anschauen. Macht das dem Kino-Vermarktungs- oder Kino-Business Probleme oder auch eher nicht? Also ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht dramatisch. Also die Leute, die einen Film sehen wollen, die gehen, wenn die wirklich sehr auf den Film fokussiert sind, dann gehen sie ins Kino, wenn der rauskommt. Und wir erleben ja im Moment auch, und ich meine, das war früher in dem Maße nicht der Fall, wir erleben ja im Moment auch, dass Kinocenter diesen Film dann gleich in mehreren Sälen fast gleichzeitig zeigen, zur fast gleichen Zeit. Und das hilft natürlich dabei, die Besucher auch in der kürzeren Zeit an diesen Film herangeführt zu haben. Früher wurde der in einem Saal gezeigt und dann länger. Das stimmt schon. Dieses Verwertungsfenster war früher länger. Der Film war längere Zeit exklusiv in den Kinos. Der ist jetzt kürzer. Aber die Filme, die wirklich eine große Zahl von Besuchern anziehen, auch in die Kinos ziehen, dafür wird dann auch entsprechend gesorgt, dass sie in kürzerer Zeit den Film auch sehen können. Weil das ist auch so, für die Verleiher, für die Filmverleiher, ist eine Verwertung in den Kinos deutlich attraktiver als bei Streamingdiensten. Also ich bin mir sehr sicher, wir haben in diesem Jahr ja die Situation, dass Disney, einer der größten Filmverleiher, auch gleichzeitig ein Streaming-Angebot in den Markt gebracht hat. Und wir haben tatsächlich Disney Plus, genau. Und wir haben auch tatsächlich in diesem Sommer gesehen, dass der ein oder andere Film gar nicht in die Kinos, sondern direkt in diesen Streaming-Dienst geschoben wurde. Hatte zu tun damit, dass Kinos zu der Zeit tatsächlich auch
mindestens in den Kernmärkten nicht offen waren. Und es hatte natürlich auch damit zu tun, dass Disney ein Interesse daran hatte, den eigenen Streamingdienst zu pushen. Aber ganz ehrlich, nach allem, was wir wissen, hat das nicht gut funktioniert. Also wäre das ein Erfolgscase gewesen, dann hätte den Disney mit Sicherheit sehr, sehr, sehr stark ausgeschlachtet. Man hat sehr wenig darüber gehört. Und das, was man gehört hat, war eher eine Beschwerde seitens der Streaming-Abonnenten, die nämlich, obwohl sie Abonnent sind, diesen Film nicht sehen können, nochmal zusätzlich zahlen müssen. Also ich glaube, Kino ist in der Verwertungskette für Verleiher schon ein völlig unverzichtbarer Weg. Letzte Frage an den Chief Sales Officer. Wo schaust du eigentlich dir die neuen Filme an? Im Kino oder bei einer Pressevorführung oder bei einer Vorführung, Exklusivvorführung beim Verleiher? Ich gehe wirklich sehr, sehr gerne ins Kino. Ich arbeite ja und lebe auch unter der Woche hier in Hamburg. Hier gibt es tolle Kinos, die ich auch alle versuche noch kennenzulernen. Aber auch am Wochenende gerne zu Hause in Frankfurt. Also ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino und mache das auch so. Oliver, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, toi, toi, toi und alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ja, Volker. Danke, ciao.